ist dann dort auch wieder den Zieleinlauf, wo dann am Ende auch die Siegerehrung stattfinden wird. Ja, lieber Gerd, hättest du dir gedacht, dass die E-Fahrzeuge so um sich schlagen? Vor 3 Jahren hat das noch keiner geglaubt, oder? Vor 3 Jahren hat man sich wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können, welche Dynamik reinkommt. Wir arbeiten selber ja gerade an einem neuen Mobilitätsplan. Es wird um einen Umdenkprozess gehen, nicht, dass wir den Menschen vorschreiben wollen, ob sie mit dem Auto oder mit dem Umweltverbund fahren, aber was wir erreichen müssen, dass wir keinen Emissionsausstoß mehr haben. Und da wird hier in dem Zusammenhang natürlich das E-Auto eine ganz große Rolle spielen. Und ich habe mich gerade mit dem Kollegen der SWA unterhalten. Wir müssen nicht nur die Ladesäulen flächendeckend aufbauen, sondern wir müssen auch diese Mobilitätshub, also ein Mobilitätshub, ein Umsteigepunkt, wo man tatsächlich zwischen dem öffentlichen Nahverkehr, zwischen Leihfahrradsystemen, zwischen Sharing-Fahrzeugen und ähnlichen sehr komfortabel selber wählen kann, mit welchem Fortbewegungsmittel man sich bewegen möchte. Und die Veranstaltung heute ist natürlich unheimlich schön, auch für die Stadt Augsburg, in dieser Diskussion, dass wir hier mit der Bevölkerung, der interessierten Bevölkerung und den vielen Sponsoren, bei denen ich mich natürlich bedanken möchte, dass sie hier ihre Produkte auch ausstellen. Und es ist ja beeindruckend, wenn man im Süden oben die ganzen Fahrzeuge sieht. Und in dem Zusammenhang wir tatsächlich mit der heutigen Veranstaltung auch für emissionsfreie Mobilität werben können. In Augsburg sind wir ja Umweltstadt, also wir pochen hier ja schon sehr, sehr lange auf das Thema Emissionsfreiheit, generell auf das Thema Energiesparen eben auch. Wir haben Vertreter und unseren Hauptsponsor auch ein Dankeschön, wie Herr Schmeissner, an Sie, 3 Jahre Fuggerstadt Volt. Mit den SWAs und mit uns. Das Fahrerfeld ist knallvoll, wir sind ausgebucht. Die nächste Stunde werden hier alle Fahrzeuge vom Stapel rollen, die man jetzt schon hat sehen können. Das hätte man damals auch nicht gedacht, ne, bei der SWA, dass das Thema E-Mobilität dann doch so ein Geschäftszweig wird am Ende. Danke, Fabian. Für uns ist es tatsächlich mittlerweile ein sehr wichtiger Geschäftszweig geworden, auch ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Geschäftszweig, wo wir wirklich mit großer Manpower reingehen und wo wir bislang haben wir weit über 100 Ladesäulen im Stadtbereich realisiert und das sind wir weiter und machen da immer weiter. Auch wenn man privat eine Wallbox möchte, dann sind wir der richtige Partner. Wir arbeiten auch in Mobilitätshubs etc., weil einfach dieses Thema Nachhaltigkeit auch in der Mobilität ein Zukunftsthema ist und was für die Stadt Augsburg, glaube ich, auch total wichtig ist und dass wir einfach in der nachhaltigen Region, in der nachhaltigen Stadt leben und deswegen ist auch die Veranstaltung für uns einfach ein Herzensthema und ich freue mich, ich darf heute selber mitfahren und ich bin schon sehr gespannt und danke. Michael Schmeissner von den SWAs, Gerd Merkel von der Stadt Augsburg. Ja, und am Ende ist es ein Sportevent. Es geht heute natürlich wieder um Spitzenleistungen im Motorsport, im E-Motorsport. Die Fahrer werden jetzt dann gleich hier an den Start kommen. Wir haben heute knapp 50 Autos in der Startformation stehen. Das wird eine Weile dauern. Wir starten jede Minute mit einem Team. Die erste Prüfung hier, und ich bin sie heute früh schon mit dem Oldtimer gefahren, die hat es in sich. Da muss man ganz schön aufs Gas treten. 7 Sekunden vom roten Schild bis zum anderen roten Schild hier. Quer durch den Fuggerstadt Volt Startbogen. So ist die erste Prüfung, da muss man es ganz schön quietschen lassen. Wir bewegen uns trotzdem noch irgendwo im Speedlimit der Innenstadt. Aber wir haben auch alles abgesichert, so dass es passend ist, lieber Gerd. Vielen Dank auch für die Unterstützung der Stadt Augsburg. Noch mehr Dank an die Stadtwerke Augsburg und ich freue mich natürlich auf nächstes Jahr auf die Fuggerstadt Volt E-Rallye, die ist dann am 24. September wieder. Der letzte, nein, es ist in dem Fall der vorletzte Sonntag im September, weil da liegen genau die Sonntage drin. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid und genießt die E-Mobilität von morgen mit der Fuggerstadt Volt. Und lieber Albert, nun zu dir, dein Job. Erklär uns mal, was jetzt hier alles kommt. Viel Spaß. Vielen Dank, lieber Fabian, lieber Herr Merkel. Ja, Sie dürfen applaudieren, das ist kein Theaterstück. Und vielen Dank, lieber Herr Schmeissner. Also ohne die Stadt Augsburg würde nichts gehen. Ohne die SWA würde nichts gehen als Sponsor, aber ohne dich, lieber Fabian Lohr, würde überhaupt rein gar nichts gehen, das muss man sagen. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal die Klassik stattfindet, zum 3. Mal jetzt die Volt. Oh je,
Also zum 8. Mal bereits die Klassik. Und wer selber so etwas mal veranstaltet hat, der hat eine ungefähre Vorstellung, warum man danach direkt 2 Wochen Urlaub braucht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir starten um Punkt 14 Uhr mit den ersten Elektrofahrzeugen. Ganz unterschiedlicher Couleur. Wer letztes Jahr schon dabei war, der wird feststellen, dass wir andere Fahrzeuge haben. Also es wiederholt sich deutlich weniger, als möglicherweise vermutet. Und Sie werden von mir in der Moderation nicht nur Lobhudelei über das jeweilige Elektrofahrzeug hören, sondern, wenn berechtigt, auch den einen oder anderen Kritikpunkt. Weil mir wichtig ist, dass ich Ihnen ein objektives Bild von allen Fahrzeugen vermittle, die Sie im Bereich der E-Mobilität kaufen können. Dass das im Moment das Maß der Dinge ist, die Elektromobilität, ganz gleich auch, wie sich die BAFA-Förderung für nächstes Jahr gestalten soll, das, glaube ich, spricht für sich und jeder weiß Bescheid. Aber die Besonderheiten der Fahrzeuge zeige ich Ihnen und wir sind Punkt 14 Uhr. Wir starten auch gleich mit einem Highlight, mit einem Mercedes-Benz EQC. Und bis dahin noch eine gute Zeit. Um 14 Uhr geht's los. Ja, herzlichen Dank und noch einmal ein bayerisches Grüß Gott mit hellem Klang. Und nochmal ein herzliches Willkommen hier zur Fuggerstadt-Volt, die jetzt beginnt. Mein Name ist Albert Kunzmann. Ich begleite Sie jetzt durch die Startaufstellung, die rund 50 Fahrzeuge beinhalten und eine runde Stunde dauern wird. Und es geht tatsächlich spannend los. Wir beginnen mit dem ersten Highlight, einem Mercedes-Benz EQC der Firma Hofmetzgerei Altstädter. Bitte kommen Sie vor, Herr Hofstädter. Der Mercedes-Benz EQC, ein sagenumwobenes Fahrzeug. Warum? Er wurde ja gleichzeitig entwickelt mit dem Audi e-tron und Audi und Mercedes-Benz lieferten sich also ein heißes Rennen, wer von den beiden das erste, beste deutsche Elektrofahrzeug macht. Und leider hat der Mercedes-Benz das verloren. Der Audi e-tron war besser. Deshalb musste Mercedes-Benz deutlich nachschärfen, um heute sagen zu müssen, es ist wohl eines der besten Fahrzeuge, die Sie elektrisch kaufen können. Ein Mercedes-Benz ist ein Mercedes-Benz, ist ein Mercedes-Benz. Lieber Herr Altstädter, was hat Sie, Sie sind zum ersten Mal dabei heute. Was hat Sie bewogen, hier teilzunehmen? Nein, das ist ein einzigartiges Event in Augsburg ist, neben der Fugger Classic jetzt auch für Elektroautos, was, finde ich, auch Zeit ist und ganz was Tolles ist. Und, wie gesagt, wir freuen uns drauf. Mal schauen, was auf uns zukommt. Wir freuen uns auch und sind auch gespannt, was auf Sie gleich zukommt. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Teilnahme und viel Erfolg auf der Rallye. Los geht's! Und der nächste im Munde ist ein Privatfahrer mit einem BMW i3, Herr Michael Knöpfle. Da kommt die Startnummer 2 mit dem Michael Knöpfle. Ein BMW i3, der, wie Sie vielleicht wissen, so nicht mehr zu bestellen ist. Wie schade eigentlich, denn dieses Fahrzeug hat die E-Mobilität massiv geprägt. Und noch heute hätte er technisch und auch seitens des Designs durchaus das Zeug noch für weitere 10 Jahre. Aber er wurde leider eingestellt. Warum? Weil das Fahrzeug auf einer reinen Carbon-Chassis gebaut wird. BMW hat da wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen für die Entwicklung des i3. Aber es ist kostentechnisch leider nicht mehr tragbar. Das Chassis ist einfach aus Kohlefaser und damit zu teuer. Ewig schade, denn ich hoffe, wir sehen den i3 mit seiner 170 PS und 250 km Reichweite noch eine Zeit lang. Lieber Herr Knöpfle, danke Ihnen fürs Kommen. Los geht's für Sie. Und mit der Startnummer 3. Jetzt wird's, denken Sie nicht, es würde immer noch kleiner werden, sonst kommen wir zum Schluss mit Matchbox-Autos. Nein, nein, nein. Aber hier haben wir einen Smart 4-2 Cabrio EQ. Und am Steuer sitzt der Matthias Katzmeier von der Firma Katzmeier. Ist das richtig? Fahren Sie ruhig noch ein Stück vor, dann kommt unsere Mädel auch mit dem Mikrofon hin. Sie waren doch letztes Jahr schon dabei, Herr Katzmeier. Wir sind heute das dritte Mal dabei. Also bei jeder Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Ist es immer noch dasselbe Auto? Es ist immer noch dasselbe Auto. Sehr schön. Und wie sind Sie zufrieden damit? Sehr gut. Also für den Stadtverkehr war es auch immer. In der Stadtverkehr super. Und bitte nicht lügen. Wie hoch ist die Reichweite? Realistisch. Also wir haben heute noch
112 und 110 Kilometer ist die Strecke des Ganzen. Also 112 hat er noch Restreichweite, 110 Kilometer die Strecke. Ich weiß nicht, ob es eine Ladestation gibt, aber wir haben Leute von der SWDA dabei, die wissen, wo es hingeht. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, Herr Gatzmeier. Spaß, danke. Los geht's. Mit der Startnummer 4 von der Wohnbaugruppe, der Herbert Meyer-Hörmann in einem Opel Vivaro E. Jetzt muss man Folgendes sagen. Wer sich in diesem Geschäft ein bisschen auskennt, der Transporter, der weiß, dass die überwiegend im Kurzstreckenbetrieb eingesetzt sind. So muss man sich eigentlich fragen, warum im Bereich der Transporter nicht viel mehr mit Elektroantrieb gearbeitet wird, als das bisher der Fall ist. Der Elektroantrieb bei den Transportern geht eigentlich völlig unter, weil immer noch viel mit Drehmoment, Lasten und so etwas gearbeitet wird. Aber in der Summe aller Eigenschaften ist für ein Transportfahrzeug der Elektroantrieb eigentlich durch nichts zu ersetzen. Wir haben hier das erste Fahrzeug in einem Vivaro E von Opel. Am Steuer sitzt, habe ich das richtig in Erinnerung, der Herr Meyer-Hörmann. Korrekt. Ihnen wünsche ich viel Erfolg auf der Tour. Welchen Platz malen Sie sich aus? Mittelfeld, na ganz vorsichtig, Mittelfeld. Dann geht's los für Sie und es kommt gleich der nächste Opel Vivaro E und dahinter gleich noch einer. Herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen. Wenn ich hier drei Transporter sehe, ist das für mich auch die gute Gelegenheit, Sie, liebe Zuschauer, anzusprechen, die sich vielleicht für die Elektromobilität interessieren, aber mit dem Gedanken hadern, vielleicht noch zu warten, bis das Thema Wasserstoff kommt. Der Herr Söder hat das Thema Wasserstoff ja wiederholt angesprochen, aber vielleicht vergessen, dass es für den Individualbetrieb ein völlig sinnloses Unterfangen ist. Ein Wasserstofffahrzeug wird für den Individualverkehr die nächsten 30 Jahre keine Zukunft haben können, weil das Elektrofahrzeug in seiner Entwicklung dem so weit voraus ist, dass das Wasserstofffahrzeug erstens gar nicht aufholen könnte. Und zum Zweiten denken Sie mal daran, wie viele, Moment, langsam, nicht so schnell, denken Sie mal daran, wie viele Tankstellen wir bräuchten, um die Fahrzeuge mit Wasserstoff zu versorgen. Stopp, warten Sie noch bitte, liebe Firma Mons, bitte noch kurz warten. Wie viele Tankstellen wir dazu bräuchten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für den Flugbetrieb, für den Schiffsbetrieb, wo es große, riesige Tanks gibt, um Flugzeuge und Schiffe zu beladen oder zu betanken, mag das funktionieren. Aber wer jetzt schon Sorge hat, mit einem Elektrofahrzeug nicht an den Gardasee zu kommen, den möchte ich gerne fragen, wie sich das mit einem Wasserstofffahrzeug vorstellt. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Insofern freue ich mich über unsere Transporter mit E-Fahrzeugen. Und jetzt begrüße ich die Firma Mons Hausbau. Hier mit einem Kia e-Soul. Das ist ja nun auch ein sehr besonderes Auto, weil er richtig Feuer unter der Haube hat. Ein außergewöhnlich schönes Design, perfekt verarbeitet, eine große Batterie mit 450 Kilometer Reichweite. Das Einzige, womit sich der e-Soul ein bisschen rumschlägt, ist der relativ hohe Preis. Aber ich bin sicher, dass Ihr Kia-Händler vor Ort für Sie die richtige Antwort hat. Liebe Firma Mons, los geht's für Sie. Viel Spaß. Und hier haben wir die Firma Sport in Augsburg und wir kennen uns besten, lieber Thorsten. Schön, dass du dabei bist mit einem Renault, nein, Verzeihung, doch mit einem Renault Twingo, der nur noch elektrisch angeboten wird, genauso wie der Smart auch. Die beiden Fahrzeuge sind baugleich, wenn man denn so möchte. Auto hat eine relativ überschaubare Reichweite, muss man sagen, aber dafür gibt es den Renault mit Schnelllademöglichkeit und es gibt ihn sogar wahlweise, man möchte, mit 22 kW Onboard Charge, ist einer der ganz wenigen damit. Bist du zum ersten Mal dabei? Was hat dich bewogen mitzufahren? Wir kennen uns, ich weiß auch, du bist durchaus ökologisch eingestellt. Was war für dich die Motivation heute? Das ist eine tolle Veranstaltung. Wir wollten letztes Jahr schon mitfahren, aber da hatten wir nur noch den IGV1 Alten, der nicht mehr so viel Reichweite hatte, aber dieses Mal reicht es locker. Hast du mehr als die berühmten 110 Kilometer Restreichweite? Ja, ja, klar. Wunderbar. Dann viel Erfolg, viel Spaß und gute Fahrt. Und dann kommt der nächste ganz hübsche, ein Mini Cooper SE. Was soll man denn über den Mini noch sagen? Die hingen ein bisschen hinterher mit dem E-Modell des Mini Coopers. Aber sieht genauso aus wie ein Mini, man kann das Elektro nicht erkennen. Er fährt sich auch wie ein Mini, super knackig, super sportlich, super Lenkverhalten auch.
Lediglich die etwas geringe Reichweite mit nur rund 140 Kilometern macht dem Mini Cooper SE das Leben auch ein bisschen schwer. Mini in Verbindung mit BMW aber ist dran, hier im Cooper eine größere Batterie und damit eine größere Reichweite ins Leben zu hauchen. Am Steuer sitzt die Amelie Hörmann, richtig? Wie viel Platz machst du heute? Sie gibt ihr Bestes. Mit wie viel Restreichweite auf der Uhr? 133 sollte für 110 reichen. Viel Spaß euch, guten Start, viel Erfolg. Mit der Startnummer 11, ein Opel Corsa E. Am Steuer sitzt hier von der Schlossgaststätte Wellenburg Herr Walter, Walter Nemeth, ist das richtig? Herzlich willkommen. Was hat Sie bewogen mitzumachen, Herr Nemeth? Sie betreiben Ihren Lieferdienst komplett elektrisch. Alles mit Corsa E's oder vorwiegend mit Corsa E? Nein, wir haben einen Corsa E und einen Nissan. Okay, also ja, vielen Dank erstmal fürs Kommen, fürs Mitmachen. Der Corsa E, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, im Grunde baugleich mit einer ganzen Reihe von Fahrzeugen aus dem Stellantis-Konzern, wem das noch nicht sagt. Das war der ehemalige PSA-Konzern, zu dem also Peugeot, Citroën, DS gehört. Seit 3 Jahren auch die Marke Opel und seit kurzem auch Fiat und Maserati beispielsweise. Auch Dodge gehört mit dazu. Und deshalb geht's für Sie los. Viel Spaß auf der Fahrt mit dem Corsa E. Vielen Dank. Los geht's. Denn der Corsa E ist in der Summe aller Eigenschaften ein Fahrzeug, das die Marke Opel wirklich nach oben gerissen hat. Das kann man anders nicht sagen. Die hingen ja wirklich ein bisschen in den Seilen, das ist ja auch bekannt. Aber der Corsa E überzeugt in der Summe aller Eigenschaften mit allem. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, Platz stimmt, Verarbeitung ist top, Antrieb ist spitze und sehr unanfällig, vor allem weil es Großkonzerntechnik aus dem Stellantis-Konzern ist. Genauso wie hier die Startnummer 12 mit einem nächsten Corsa E GS-Line. Sie dürfen ein bisschen vorfahren. Hier sitzt der Herr Dennis Schweizer am Steuer. Ist das richtig? Herr Schweizer, Sie sind zum ersten Mal dabei. Viele finden Berufung, aber? Tatsächlich nicht, wir waren vor 2 Jahren schon. Für 2 Jahre war da auch schon dabei. Habt ihr da welchen Platz gemacht in der gesamten Rallye? Das ist tatsächlich eine gute Frage, die weiß ich jetzt gerade nicht im Stich. Seid Sie vorzeitig gegangen, bevor die Preisverleihung kam? Nee, tatsächlich nicht. Wir waren enttäuscht auf jeden Fall. So erster waren wir nicht. Dann toi, toi, toi. Vielleicht klappt es heute mit eurem Corsa E in GS-Line-Ausstattung. Alles ein bisschen sportlicher, zweifarbige Lackierung, andere Alu-Räder drauf in 18 Zoll. Also hier dem Corsa E noch optisch ein bisschen Leben eingehaucht. Viel Spaß, viel Erfolg und los geht's mit euch. Und noch ein Opel der Firma Brunnhuber. Hier reden wir über den Mokka E. Und hier sitzt am Steuer der Hakan. Herr Atasian, richtig? Nein? Sie sind der Herr? Keanu Neubert. Okay, der steht bei mir nicht auf der Liste. Sind Sie eingesprungen? Nee. Auch nicht? Okay, dann stimmt meine Liste einfach nicht. Zum ersten Mal dabei? Ja. Wie zum ersten Mal dabei? Also auch der Mokka kommt aus dem Stellantis-Konzern, ist im Grunde baugleich mit einem Peugeot E2008. Das Design, die Verarbeitung, die Innenraumqualität ist absolut top, das muss man sagen. Wobei Opel für sich in Anspruch genommen hat, den Innenraum eigenständig gestalten zu dürfen und sich nicht zwingend an die Vorgaben des Stellantis oder des Peugeot-Konzerns halten zu müssen. Die Antriebseinheit aber mit 136 PS und knapp 300 Kilometer Reichweite ist dieselbe, weil routiniert, weil super standhaft, weil wirklich effizient und perfektioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren. Kommt das mal als erstes an. Viel Glück, Startnummer 13 mit der Startnummer 14 kommt das Autohaus München hierher. Der fehlt mir leider, also kommt die Nummer 16, gleich die Firma Siebelhoff. Entweder sind die, das wäre sehr schade, ich gucke gerade rum, ob ich die Polestars noch irgendwo sehe. Wir hätten 2 Polestars mit der Startnummer 14 und 15 im Rennen gehabt. Die hätte ich Ihnen gerne präsentiert.
Die kommen gleich. Ah, die sind nicht durchgekommen, das macht nichts, die schieben wir hinten dran. Ihr dürft ruhig ein bisschen vorfahren. Firma Siebelow mit dem mehr oder weniger, wenn man sagen will, nagelneuen Citroën EC4. Und der EC4 besticht mit allem, was Sie von Citroën kennen. Mit super Komfort, mit Top-Ausstattung. Vor allem die Sicherheitsausstattung ist vollumfänglich. Das Aggregat ist immer dasselbe im Rahmen des Stellantis-Konzerns. Also 136 PS, knappe 300 Kilometer Reichweite, Verarbeitung top und er soll sich fahren wie eine Sänfte. Können Sie das, jetzt frage ich gleich mal nach, Herr Werner, richtig? Herr Werner, können Sie das bestätigen, dass er sich fahren soll wie eine Sänfte? Unbeschreibliches Fahrgefühl. Also das hören wir gerne, ist aber von Citroën auch so bekannt, wenngleich Citroën hier eine deutlich andere Richtung einschlägt als vor wenigen Jahren, noch wenn Sie sich das Design anschauen. Sehr progressiv, sehr modern, sehr eigenständig und unverwechselbar. Ein Gesicht in der Menge, euch viel Spaß und los geht's. Hintendran aus demselben Konzern und hier vertreten von derselben Firma Siebelhoff, die uns so tatkräftig unterstützt, mit der Startnummer 17 ein Peugeot E2008, den ich vorhin schon angesprochen habe. Er gilt unter den Mini-SUVs als der hübscheste, der derzeit zu kriegen ist, innen wie außen. Und man beschwert sich ja gerne beim E2008, genauso wie beim E208, über das sogenannte iCockpit. Fahren Sie doch bitte mal ein bisschen vor. Habe ich es richtig in Erinnerung? Hier steht bei mir, Sie können nicht Frau Vanessa Schulz sein. Verwenden Sie nicht, aber mein Nachbarin. Die Nachbarin ist die Vanessa Schulz, einverstanden. Darf ich da mal reinschauen? Vielleicht kann das jemand sehen. Das nennt sich iCockpit bei Peugeot. Ein ganz winziges kleines Lenkrad, das von der Fachpresse noch heute in der Luft zerrissen wird. Und ich verstehe nicht wieso. Als ich Autofahren gelernt habe, so Ende der 80er, da hat man sich für sehr viel Geld noch ein Momo-Lenkrad ins Auto reingebaut, der sich daran erinnern kann. Und schön war's. Jetzt bringt Peugeot dieselbe Idee, aber eigentlich nicht des sportlichen Fahrens wegen, sondern damit das Instrumentenbrett, der Armaturenträger, oberhalb des Lenkrads angesetzt ist und man damit einen geringeren Weg von der Straße zu den Armaturen hat, das heißt weniger Ablenkung und damit sicheres Fahren. Und das kleine Lenkrad macht auch noch Spaß. Macht doch Spaß, oder? Dann toi, 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 los geht's. Viel Erfolg. Dann kommt die Nummer 18, der kleine Bruder des E2008, der E208. Da muss ich auf die Liste spicken, wer am Steuer sitzt. Sind Sie denn jetzt wirklich der Herr Michael Stegmüller? Stegmüller, dann ist es richtig geschrieben und ich habe es falsch gelesen. Genau. Aber wir kennen uns, Sie waren schon dabei. Na, heute zuerst. Was ist mit mir heute los? Das weiß ich nicht. Also, der E208, eigentlich so das erste Fahrzeug aus dem Stellantis-Konzern, das mit Elektromobilität anfing und hat wirklich überzeugt. Innen wie außen, Top-Verarbeitungsqualität, Fahrleistungen hervorragend, lediglich der Platz im hinteren Bereich im Vor ist ein bisschen knapper als zum Beispiel im Corsa. Das wird bedauert, dafür sind die Platzverhältnisse vorne üppig. Für vergleichbares Geld aber kriegen Sie optisch sowohl innen als auch außen vermutlich nichts Vergleichbares. Da dürfen Sie auch die Kollegen aus Wolfsburg anstrengen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß auf der Fahrt und toi, toi, toi. Los geht's für euch. Mit der Startnummer 19 haben wir die Frau Rebecca Miller-Bobko am Steuer. Ist das richtig? Alina? Okay. Ach, die Alina Götte sind Sie. Ah, Sie haben die Plätze getauscht sozusagen. Ich verstehe. Kaffee musst du da doch besorgen. Besser Kaffee besorgen, als während der Rallye Kaffee wegbringen müssen. Das ist noch sehr viel schwieriger. Ihr seid zum ersten Mal mit dabei? Sie persönlich? Alles klar. Also die Firma Reisache ist hier sehr gut vertreten, wie vorhin schon auch gesehen mit einem Mini Cooper SE. Das Auto macht einfach nur Spaß, das muss man deutlich sagen. Es ist ein Mini durch und durch in jeder Hinsicht. Lediglich die noch etwas kleine Batteriekapazität mit 130 Kilometern macht ihm das Leben noch ein bisschen schwer. Da hat aber Mini versprochen, deutlich nachzuhelfen. Euch viel Spaß, viel Erfolg auf der Rallye und los geht's. Und jetzt die erste richtige Bombe von der Firma Reisacher, ein BMW iX. Sehr schön, dieses Auto mal in echt zu sehen. Am Steuer müsste sitzen der Philipp Zinsius, ist das richtig? Andersrum, also habt ihr auch, der ist für mich schwierig. Das ist eine Liste mit Fahrer und Beifahrer und dann tauscht die förmlich und ich schaue schlecht aus.
Sind Sie das erste Mal dabei? Also für das Reise, aber das erste Mal dabei. Dann wünsche ich Ihnen mit diesem Auto besonders viel Erfolg, weil dieses Auto für BMW eine sehr wichtige Rolle spielt. Extra konzipiert, nur für Elektromobilität. Das Auto gibt es in dieser Form nicht mit einem Verbrennungsmotor. Und alles, was BMW hinsichtlich Elektromobilität kann, steckt im BMW iX in der Spitzenausstattung mit 600 PS und auch einer Reichweite von 600 Kilometern. Wenn ich hier mal kurz aufmachen darf, vielleicht kann man es ein bisschen sehen, wie das Cockpit auch gestaltet ist. Also, Raumschiff Enterprise hätte hier seine wahre Freude. Das ist einfach nur cool gemacht und BMW zeigt mit dem iX, was die Marke wirklich kann. Euch viel Spaß, viel Erfolg auf der Tour und los geht's. Und gleich noch ein BMW der Firma. Jetzt haben wir einen iX4 und am Steuer müsste hier sitzen. Ich schaue schnell die Ursula Weber, ist das richtig? Ihr fahrt den i4? Nein, die iX4 wäre deutlich größer. Also der i4, eine Rakete auf vier Rädern, eigentlich gebaut, um dem Tesla Model 3 und Tesla S das Leben schwer zu machen, hat in der Spitzenausstattung über 500 PS und geht ab wie die Feuerwehr. Die Fachpresse war voll des Lobes, weil man dem Auto weder beim Fahren noch innen drin, beim Parken oder bei sonstigen Tätigkeiten anmerkt, dass es ein Elektrofahrzeug sei. Es ist die, wie es bei BMW heißt, schiere Freude am Fahren. Da ist BMW ein Riesenwurf gelungen mit diesem Auto. Kompliment, vor allem selbst der M4 ist in der Spitzenleistung schwächer als der i4 mit voller Leistung. Deshalb geht vorsichtig mit dem E-Pedal. Und Fabian sagte vorhin, man muss ein bisschen Gas geben. Wie schwer es ist, sich da umzustellen beim E-Auto. Und er sagte, man gibt ja Strom. Man hat ja kein Gaspedal, man hat ein Strompedal. Geht sanft damit um, der hat viel Feuer. Viel Spaß euch. Und da kommt er, die Nummer 14 und die Nummer 15, die ich vorhin vermisst habe. Der Polestar 2 vom Autohaus München. Herzlich willkommen, fahrt mal ein bisschen vor, kommt ein bisschen zu mir. Warum ist mir der Polestar 2 so wichtig? Die Damen, die Herren, um ein offenes Wort zu sprechen, die Herkunft ist chinesisch. In Kooperation mit Volvo. Jeder muss wissen, ob er sich ein chinesisches Auto kaufen möchte, aber eins muss man in aller Deutlichkeit sagen. In der Summe aller Eigenschaften gibt es derzeit möglicherweise nichts Besseres als den Polestar 2. Das Auto hat Leistung satt mit 408 PS, eine ordentliche Reichweite von knapp 500 Kilometern, glänzt mit einer sensationellen Innenausstattung, zum Teil mit veganem Leder und allem, was dazugehört, und das noch in einem außergewöhnlich schicken Design, in einer Art Sport SUV-Coupé, wenn Sie so mögen, und er fährt sich schlicht Bombe. Wenn Sie sich allein mal die Bremsanlage angucken von Brembo, die wissen, wie Sie die 400 PS auch noch runterholen müssen. Das Auto ist in der Summe einfach top, wenngleich nicht günstig, weshalb Polestar jetzt noch ein zweites Modell bringt, oder einen zweiten Polestar 2 mit einem etwas niedriger motorisierten Aggregat und einem etwas günstigeren Einstiegspreis. Euch viel Erfolg, gute Fahrt bei der Rallye mit einem ausgesprochen schicken Auto. Schön, dass ihr da seid. Los geht's für euch. Und hinten dran der Polestar 2. Ebenfalls eine Top-Ausstattung, was man hier sofort an der Brembo-Anlage erkennen kann. Und ich schaue mal schnell auf den Namen. Das müsste der Hakan Atala sein. Ist das richtig? Ich bin der Adi, Hakan sozusagen. Also, ihr habt auch hier getauscht. Schön, dass ihr mir das Leben schön macht. Hand aufs Herz, wie fährt er sich? Wunderbar, er tut das, was er tun soll. Und was kann er besser als das, was er tun soll? Beschleunigung, im Grunde genommen das Gesamtpaket, was Sie schon angesprochen haben. Ja, glaube ich, das muss man so deutlich sagen. Und die Fachpresse kommt auch nicht über den Punkt hinweg, so sehr sich deutsche Hersteller bemühen um wirklich gute Elektrofahrzeuge. Aber der Polestar 2 ist ein Auto, an dem kommt man tatsächlich nicht vorbei. Einziger echter Nachteil vielleicht auch ist der Vertrieb, denn der Polestar 2 ist zum Teil in Autohäusern zu erwerben, in erster Linie aber eigentlich online. Viel Spaß euch, viel Erfolg auf der Tour und lasst in mir heile. 408 PS müssen gezügelt werden. Und da kommt gleich von der Firma Tierhold einen weiteren Sponsor das passende Pedal. Sehen Sie die Ähnlichkeit?
Also, die Technik ist chinesisch, das Design aber ist von Volvo, sprich schwedisch, weshalb sich der Polestar 2 und der C40 durchaus ein wenig gleichen. Vielleicht hat der Volvo C40 ein bisschen mehr europäische Gene, aber die Antriebseinheit ist genau dieselbe mit 408 PS, Feuer unterm Hintern wie irgendetwas unter einer gesunden Reichweite von rund 500 Kilometern. Wir kennen uns, glaube ich, Sie waren letztes Jahr schon mit dabei, haben wir das richtig? Bei der Fugger Stadt ist damals dabei, und auch schon bei der Volt mit dabei. Also doch bei beidem dabei, das danke ich euch. Ich kenne doch die Gesichter langsam, wenn gleich mit dem Namen noch hadere. Die wievielten seid ihr geworden beim letzten Mal? Sechste. Der Sechste? Oh, dann habt ihr nur 5 Plätze vor euch. Lasst es krachen, aber nicht zu viel. Viel Spaß und viel Erfolg. Mit Nummer 23, ein weiteres Fahrzeug der Firma Tierhold. Ein Mazda MX-30, einer meiner Lieblinge. Wieso? Mazda hat ja einen Sonderstatus in der Automobilwirtschaft. Sie gelten als die Hofnarren der Autohersteller. Mazda darf, was keiner Steuer darf. Die dürfen, wenn ich das mal schnell zeigen darf, gegenläufige Türen bauen. Das traut sich kein anderer mehr. Der Anschlag, gut, der bleibt gleich dran. Aber so etwas darf nur Mazda, beispielsweise Kork im Innenraum verbauen oder jetzt wieder einen neuen Rhein-6-Zylinder bringen als Diesel. Die Rhein-6-Zylinder sind mausetot. Mazda darf alles. Mazda darf Wankelmotoren bauen und alle finden es toll. Obgleich man leider sagen muss, dass der MX-30 unter einer relativ knappen Reichweite leidet mit etwa realistischen 170, 180 Kilometer. Auch die Leistung ist für die Stadt absolut ausreichend. Für Überland könnte es ein bisschen mehr sein, aber schick ist er von vorne bis hinten. Euch viel Spaß und viel Erfolg auf der Rallye. Und die nächste Bombe von der Firma Tierhold. Ein Kia EV6, EV6. Das Auto ist wirklich sehr speziell und sehr besonders, weil man ihn zuerst mal gar nicht zuordnen kann. Die Damen waren aber, da bin ich mir sehr sicher, beim letzten Mal schon mit dabei. Die eine müsste die Tanja Drexler sein und die andere ist die Romy Schneider. Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit der Tochter von Romy Schneider. Aber die Namensgleichheit ist natürlich auffällig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Jahr hattet ihr ein anderes Auto dabei. Ja. Nämlich, wisst ihr noch welchen? Welchen seid ihr gefahren? Mit Mazda MX-30. Also, liebe Zuschauer, allein das Heck ist ja wirklich außergewöhnlich. Was Kia hier entworfen hat, setzt Maßstäbe. Vor allem, weil es ein riesiges Spektrum abdeckt, was die Leistung betrifft. Ich muss mal kurz nachschauen. Die Leistung geht los bei 170 PS in der kleinsten Version und geht hoch, bitte festhalten, bis 585 PS. Mit Allradbahn im EV6 und die Fachpresse ist voll des Lobes, weil der Kia EV6 kann, wofür Kia auch steht. Alles sitzt, alles funktioniert, alles ist am richtigen Ort, nichts klappert, nichts scheppert, top verarbeitet, Antrieb ist sauber, ein bisschen schwer ist er, deshalb ist auch der Verbrauch ein bisschen höher beim Strom, aber in der Summe aller Eigenschaften ein mehr denn beeindruckendes Auto, vor allem hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Euch viel Spaß und viel Erfolg auf der Tour. Wie viel Platz war es beim letzten Mal? Wie viel der Platz habt ihr beim letzten Mal gemacht? Beim letzten Mal zwei. Okay, also zweiter. Hier haben wir einen Titelanwärter sozusagen. Viel Spaß, seid vorsichtig. Danke euch fürs Kommen. Und hier der Herr Döring, Geschäftsführer des Porsche Zentrum Augsburg, einer der Sponsoren der Fuggerstadt Volt mit dem deutschen Schlachthaus der E-Mobilität. Lieber Herr Döring, schön Sie wiederzusehen. Ja, ebenso wunderbar ist mir, dass wir wieder daran teilnehmen können. War ja letztes Jahr schon eine tolle Veranstaltung und wir sind auf dieses Jahr wieder gespannt und haben auch ein paar Autos mitgebracht und freuen uns auf eine schöne Tour. Das freut ebenso, das freut es ganz meinerseits, Herr Döring. Der wievielte sind Sie denn letztes Jahr geworden? Haben Sie einen der Pokale abgeräumt? Ich wüsste nicht. Nee, ich wüsste es auch nicht. Ich denke, wir haben alle noch Potenzial. Und das mit einem der leistungsstärksten Autos, ein Taycan 4S. Gran Turismo Turismo mit 571 PS und knappen 500 Kilometer Reichweite, Einstiegspreis etwa um die 115.000 Euro plus. Bei Porsche geht das ja durchaus schnell und in der Summe allein. Wissen Sie, was das Beste ist am Porsche Taycan? Wir haben noch welche. Lieber Herr Döring, damit Sie nicht warten müssen, ich lasse Sie los und übernehme die Moderation für den nächsten Taycan, der kommt. Auf der 26er ist ein Taycan
einen Porsche Taycan ohne weitere Bezahlung mit dem Herrn Rahn am Steuer, den ich gut kenne, einer meiner Schüler. Sie dürfen ruhig ein bisschen vorfahren, wenn ich sage, einer meiner Schüler. Ich bilde Verkäufer und Führungskräfte in Autohäusern aus. Unter anderem hatte ich mit dem Herrn Rahn die Freude. Aber Sie sind zum ersten Mal dabei bei der Volta Rahn. Ja, genau richtig. Und es ist ein super Gefühl, wenn der Chef vorausfährt, oder? Ja. Opa Weißmann hat ihn im Rückspiegel, oder er hat dich im Rückspiegel und passt genau auf, ob das Auto heile ist. Ich will eigentlich nur vor ihm. Okay. Toi, toi, toi dafür. Der Herr Döring ist sehr genau und er weiß bei den Wertungsprüfungen, wie das geht. Und damit viel Erfolg heran. Sie dürfen, glaube ich, auch gleich loslegen. 28, wir sind super in der Zeit, das passt. Und was soll man über den Taycan sagen? Hier kommen ja gleich 5 in Reihe. Man versucht, ihn schlecht zu reden. Man versucht, ihm was abzusprechen. Alle möglichen Zeitschriften und alle anderen Wettbewerber versuchen es, aber es gelingt einfach nicht. Der Porsche Taycan dürfte in der Summe aller Eigenschaften vermutlich das beste Elektrofahrzeug sein, das Sie kaufen können. Natürlich mit dem entsprechenden Geldbeutel, das muss man wissen. Bei der Nummer 27 handelt es sich um einen, sagen wir, normalen Taycan. Hier sitzt der Simon Hetzel am Steuer. Ist es richtig? Heinzel genau, Verzeihung, dann habe ich es mir ja schlecht abgelesen. Sie sind das erste Mal dabei, Herr Heinzel? Ja. Okay, also auch ein gutes Gefühl, wenn die Kollegen mit dabei sind. Ihr Auto hat wie viel PS? 470 müsste der haben? Die 470 PS Version. Und wer denn, vielen Dank, Sie dürfen dann auch gleich los. Viel Erfolg. Der Adrian Kreis ist ein Verkäufer im PZ Augsburg, jetzt Verkaufsteil, den ich gut kenne. Und ich hatte Schwierigkeiten. Porsche, Elektro, das passt irgendwie nicht zusammen. Und der Herr Kreis wurde nicht müde, mir zu sagen, nimm den Schlüssel und fahr. Also habe ich es gemacht. So. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist ein Porsche durch und durch. Der darf zu Recht so viel Geld kosten, weil er halt auch was kann. Das muss man deutlich sagen. Mit der Nummer 28 habe ich hier einen Taycan Cross Turismo 4S mit 570 PS, knapp 500 Kilometer in Reichweite. Einstiegspreis erneut um die 115.000 Euro, also ein ähnliches Auto wie Ihr Chef, wie der Wolfgang Döring. Nein, nicht der Chef sind Sie, nicht vom PZ Augsburg, 29, 28. Hier steht PZ Augsburg. Oh, Verzeihung. Kleiner Fehler bei mir. Ich fahre für die Gigataxi. Das ist sehr gut. Also wenn Sie für die Gigataxi fahren, dann zeigen Sie den Kollegen mal vom Porsche Zentrum, wo der Battle an Bosch abholt. Sie sind aber der Herr Thomas Meyer, ist das richtig? Dominik Geierhof. Also, vergiss die Liste, ich mach's ohne Liste. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst mir das Auto heilen, viel Erfolg. Und noch ein Taycan mit der 29. Jetzt müsste der Thomas Meyer dran sitzen. Jetzt habe ich es richtig in der Liste. Thomas Meyer ist korrekt, jetzt haben wir es beieinander. In einem Gran Turismo, auch 4S, mit 4, nein, ein 4 ist das, mit 476 PS. Hat die Rente komplette Mannschaft auch noch Vorsicht und es ist uns eine besondere Freude, dass das Porsche Zentrum Augsburg diese Fuggerstadt Gold als Möglichkeit hernimmt, um Ihnen und allen zu beweisen, dass sportliches Fahren und Elektromobilität faktisch kein Widerspruch in sich sind. Wenn Sie die Gelegenheit haben und nehmen wollen, das Porsche Zentrum eröffnet neu, gleich nebenan im November. Und wenn sich Ihnen die Gelegenheit bietet, einen Taycan Probe zu fahren, tut es. Er bläst Ihnen die Haare vom Kopf. Das verspreche ich Ihnen. Euch viel Spaß in der Nummer 29. Los geht's. Mit der Nummer 30, und jetzt wird es spannend, Sie dürfen ein bisschen nach vorne fahren. Mit der Nummer 30 habe ich den Thomas Naffert am Steuer. Ist das richtig? Richtig, ja. Ah, der stimmt, der Name. Und darum zeige ich Ihnen den Audi e-tron GT besonders. Jetzt haben Sie 5 Taycans nacheinander gesehen und das ist der Bruder von ihm. Nahezu baugleich, auch die 800 Volt Technologie des Porsche Taycan mit drin. Was ist der Vorteil von 800 Volt Technologie? Je höher ich eine Leitung unter Spannung setze, desto dünner kann das Kabel sein. Und um ein solches Fahrzeug mit Strom zu versorgen, können Sie sich vorstellen, welche Kabelstränge im Auto verbaut werden müssen und wie schwer die sind. Wenn ich 800 Volt Technologie benutze, kann ich wesentlich dünnere Kabel nehmen und mir wesentlich Gewicht sparen. Allerdings ist die Technik sauteuer. Er ist ein bisschen größer als ein Taycan. Da gibt es hinten keinen Unterschied in dem Auto von dem Platzverhältnis, aber vorne ist der Audi e-tron GT
etwas großzügiger vom Platz her und was man halt bei Audi einfach sagen muss, liebe Herren, wenn ich schnell die Tür aufmachen muss, das ist Verarbeitung vom Feinsten, das muss man deutlich sagen. Also wenn Audi irgendetwas kann, dann im Interieur sich 0,0 Blöße geben. Hier sitzt alles dort, wo es sitzen muss. Jede Naht ist so sauber, wie sie nur sein kann. Top innen drin. Und auch nicht kein so ein hingestelltes Tablet wie möglicherweise bei anderen Fahrzeugen. Alles sauber integriert. Sogar echte Knöpfe gibt es noch, was bei Elektrofahrzeugen häufig vermisst. Dann nur noch Mäusekino. Nein, der e-tron GT wird sogar mit echten Knöpfen für die wichtigsten Funktionen. Euch viel Spaß und zeigt den Teil ganz, wo der hängt. So, und dann bleiben wir bei der Firma Schwaber, einem weiteren Sponsor der Vogelstadt Volt mit einem Skoda Enyaq iV. Dieses Auto ist insofern besonders, weil Skoda versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich schaue mal drauf, wer hinterm Steuer sitzt. Das müsste, nein, das kann nicht der Herr Rebecca sein. Das ist die Rebecca Lehmann. Alles klar. Und das ist der Herr Valenta. Ah, ihr kürzt zusammen sozusagen. Ja, also ihr kürzt dann. Nennt ihr jetzt dann. Mit einem Skoda Enyaq iV. Ein Fahrzeug, das im Grunde genommen dem VW ID.4 gleich ist, auch was die Technik betrifft. Allerdings ist er etwas größer als der VW ID.4, dafür ein bisschen günstiger. Und interessanterweise war Skoda dafür bekannt, dass sie im Abrollverhalten tendenziell etwas ruppiger sind als die Volkswagen. Beweist der Enyaq genau das Gegenteil. Das Auto fährt sich wie eine Sänfte. Obwohl der Schwerpunkt genauso tief ist wie bei ID.4. Er ist top verarbeitet und über Geschmack lässt sich immer streiten. Aber wenn ich mir das Gesicht ansehe, allein die Front mit dem LED-Kühlergrill, den es so nur von Skoda gibt, das ist wirklich, wirklich, wirklich außergewöhnlich. Das ist ein besonderes Modell, allerdings auch der Founders Edition, auch in einer besonderen Lackierung. Euch viel Spaß, euch viel Erfolg, ihr seid zum ersten Mal dabei. Also, dann wenigstens der Beifahrer mit Erfahrung. Toi, 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 viel Erfolg mit dem Skoda Enyaq iV, der Schwaber. Los geht's! Und wir bleiben innerhalb des Konzerns bei der Firma Schwaber. Mit der Nummer 32 müsste hier der Paul Philipp am Steuer sitzen. Das ist richtig. Bitte mal kurz Fenster untermachen. Hallo, Herr Philipp. Zum ersten Mal dabei? Viel Erfolg wünsche ich euch mit dem Cupra, nicht zu verwechseln mit einem Seat. Ja, natürlich hat sich die Marke Cupra aus der Firma Seat, der Marke Seat, abgespalten, sozusagen, als sportliche, um es zu sagen, sportlichste Variante innerhalb des VW-Konzerns, was man dem Born hier auch anmerkt. Der Cupra Born ist erstmal baugleich mit einem ID.3, aber er ist länger, er ist flacher und er ist breiter. Er hat auch einen 240 PS Motor drin, während der ID.3 maximal einen 204 PS Motor drin hat und er fährt sich, wie man es von einem Cupra gewohnt ist. Auch wenn es den Werbeslogan nicht mehr gibt, ich finde ihn immer noch geil, als es hieß Autoinvasion. Euch viel Spaß auf der Rallye. Gute Fahrt. Und dann kommt das passende Belag gleich hinten dran, der von dem ich sprach. Hier kommt nochmal die Schwaber mit der Nummer 33 und einem ID.3. Hier sehen Sie also den direkten Unterschied zum Cupra, der gerade vorausfuhr. Baugleiche Fahrzeuge, beide mit dem 77 kW. Bitte, langsam. Auch die kann ich Ihnen gerade nicht erklären. Jetzt als Moderator gar nicht, das wäre ja unlauterer Wettbewerb sozusagen. Also ein zur Strecke kann ich Ihnen nichts sagen. Aber zum ID.3 möchte ich Ihnen etwas sagen, wie erwähnt, weil dieses Auto stark vergriffen ist, kommt deutlich besser an als ursprünglich vermutet. Es gibt ihn aktuell nur mit der größten Motorisierung, also mit 204 PS, und dem großen Akku mit 77 kW. Damit hat er eine mächtige Reichweite von rund 500 km. Allerdings ist er damit auch mit Preis ein bisschen höher. Das Auto ist in der kleinen Version mit dem kleinen Akku leider ausverkauft, weil in Summe alle Eigenschaften gut. Er hat Heckantrieb, wie auch der Cupra, und das macht mit 200 Pferden natürlich richtig Spaß. Euch viel Erfolg, viel Spaß auf der Rallye und los geht's mit der Nummer 33. Hier der nächstgrößere Bruder von der Firma Schwaber, der ID.4. Fahrt ruhig ein bisschen weiter vor. Die Nummer 34 müsste der Herr Thorsten Zisk sein, ist das richtig?
Oh, plötzlich stimmt meine Liste wieder. Das ist das erste Mal dabei? Erste Mal dabei, richtig. Viel Erfolg wünsche ich euch. Wie fährt es sich denn der eine Vier? Da fragen ja viele. Traumhaft und vor allem alltagstauglich kein Problem. Also, das glaube ich macht Volkswagen besser als viele andere, wenn wir eben über Alltagstauglichkeit sprechen. Auch beim ID.4 hat Volkswagen wieder bewiesen, das Maximum an Platzverhältnissen aus einem Fahrzeug dieser Größe rauszuholen. Wir kennen das vom VW Golf, wir kennen das vom Passat. Wenn es Raumwunder gibt, dann heißen die Volkswagen. In der Summe aller Eigenschaften ein sehr konservatives Elektrofahrzeug, ein hochfunktionales Elektrofahrzeug, wenngleich es Kunden gibt, die sagen, ein bisschen mehr Pfiff, E-Pfiff im Innenraum hätte es sein dürfen. Darüber lässt sich streiten, aber Sie können beweisen, dass es aufs Fahren ankommt. Viel Spaß und viel Erfolg. Dann kommt hier mit der 35, das wusste, ist er oder ist er nicht? Doch, ist ein ID.5, jetzt da. Also, wollt ihr genau wissen, warum muss ich da genau hinschauen? Kommt ruhig ein bisschen mal nach vorne. Mit der Nummer 35 ist es der Herr Max Huber, stimmt es? Meine Liste stimmt. So, warum musste ich hier ein bisschen genauer hinschauen? Bis zur B-Säule herrschaften, also bis genau dort, wo die Teilung zwischen vorderer und hinterer Tür stattfindet, ist der ID.5 baugleich mit dem ID.4. Das Heck ist anders, er geht ein bisschen mehr rein in den Bereich Sport-SUV. Man hat sich beim ID.5 auch ein bisschen bessere CD-Werte erhofft, hat man auch hingekriegt. 0,24 beim ID.5 im Vergleich zu 0,28 beim ID.4. Wenngleich es sich beim Stromverbrauch leider nicht wirklich auswirkt, was auch daran liegt, dass es den ID.5 nur mit der größeren elektrischen Motorisierung gibt. Damit liegt auch preislich etwas höher. Also sozusagen das etwas edlere Modell des VW ID.4. Allerdings auch innen drin etwas höherwertiger ausgestattet. Das hat man bewusst so gemacht und haben wollen. Hier mit feinstem Leder, mit Doppelziehnaht in der Mitte drin. Also da zeigt VW sehr wohl, dass sie Innenraum können. Euch viel Spaß, toi toi toi, auf der Rallye. Und dann neigt es sich schon langsam dem Ende hin, mit aber einem außergewöhnlichen Fahrzeug mit der Startnummer 36. Ich habe hier den Herrn Moritz Dorfmüller am Steuer, stimmt das? Herr Dorfmüller, schön, dass Sie da sind. Sie sind nämlich das erste Mal dabei. Genau. Warum? Das weiß ich. Dieses Auto sehe ich zum ersten Mal. Ich kenne ihn nur aus der Fachzeitschrift, den iWays U5. Wo kommt das Fahrzeug her? Was muss man über diesen U5 wissen? Ja, das Fahrzeug ist aus China, also es ist ein chinesisches Startup, seit 5 Jahren am Markt, seit 2 Jahren in Deutschland und über Euronics vertrieben eben und bringen jetzt auch das 2. Modell aus. Und das Auto ist die Kampfansage an eben dem vor uns fahrenden ID.4, ID.5, das ist dafür da. Absolut korrekt. Und was mich besonders beeindruckt vom iWays ist, erstens hat er dieselbe Motorleistung mit rund 205 PS, die Reichweite sogar ein bisschen besser. Und dann hat der deutsche ehrwürdige ADAC, der ja tendenziell kritisch ist, wenn es um Hersteller anderer Nationen geht, den iWays U5 unter die Fittiche genommen und sagt, super, wir finden nichts. Alles tippitoppi. Wenn es irgendwo Fehler gibt, dann irgendwo ganz versteckt im Detail, völlig zu vernachlässigen, in der Summe aller Eigenschaften ein richtig gutes Auto, wenngleich man sagen muss, für einen chinesischen Hersteller, allerdings mit einem auch stolzen Preis. Aber wird über Euronics vertrieben, dort gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt, wo ihr landet. Viel Spaß bei der Rallye, toll, toll, toll. Los geht's! Mit der 37, die Firma Lode mit einem Mustang Mach-E. Und dort sitzt am Steuer der Herr Meier, wir kennen uns seit... Ja? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, glaube ich, kennen wir uns, wie Sie vorhin schon mitbekommen haben. Ich bilde Verkäufer und Führungskräfte im Autohandel aus. Der Mustang Mach-E, ein Auto, das mir persönlich am Herzen liegt, weil ich zur Marke Ford eine enge Beziehung habe. Machen wir uns nichts vor, den Namen Mustang hat man ein bisschen inflationär verwendet. Der hat auf dem Elektroauto eine nichts verloren. Aber wenn die Amis was können, dann ist es Marketing. Und kenne den Mustang Mach-E ziemlich gut, habe den gefahren. Und ich sage Ihnen, der geht wie die Sau. Erstens, zweitens, ein sensationelles Fahrwerk drin. Habe ihn über Pässe bewegt, Herr Bayer. Man kann ihn driften in den Serpentinen. Eine wahre Schau. Das Auto macht wirklich einfach nur Spaß. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Obendrein
Lediglich die Sitze sind, also haben zu wenig Seitenhalt für das, was das Auto kann. Andererseits gibt es die neue GT-Version, die sollte man sich unbedingt anschauen, denn der hat der Leistung entsprechend des Fahrzeugs auch die passenden Sitze mit richtig Seitenhalt, damit das Auto tun kann, was er am besten will, nämlich driften, beschleunigen, brachial, amerikanisch, Vollgas. Viel Spaß euch auf der anstehenden Rallye dabei. Los geht's! Und ganz neu, vom Autohaus von der Rallye, ein Renault Megane E-Tech. Das Auto ist nagelneu und hat mit dem Renault Megane, den Sie kennen, nichts zu tun. Das ist ein Auto, das eigenständig nur als Elektrofahrzeug konzipiert wurde, also nicht wie viele glauben, auf dem normalen E- oder Megane einfach ein Elektroauto drauf. Nein, nein, eigenständig nur als Elektroauto konzipiert, sieht man zum Beispiel auch an 20 Zöllern. Die sind groß, die sind wuchtig, aber sie sind relativ schmal, um einfach auch Energie zu sparen. Aber die Form auch vorne mit dem Rhombus, der nur noch auflackiert ist, das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Die Fachpresse ist voll des Lobes und man sagt sogar, Volkswagen müsse sich warm anziehen gegen den Megane E-Tech, weil er in der Summe aller Eigenschaften im sogenannten M2-Segment und M1-Segment vielleicht im Moment das ist, was es zu schlagen gilt. Am Steuer sitzt hier mit der Nummer 38, wenn ich es richtig lese, der Herr Marc Schuster. Meine Liste stimmt wieder. Schönen guten Tag, Herr Schuster. Ihr drückt mal drauf, oder könntest du mir das aufmachen? Es lohnt sich aber kurz innen rein zu blicken, was sich Renault hier einfallen lassen. Mit einem vertikal angeordneten Display in der Mitte, das in Echtzeit reagiert. Also wirklich so schnell, wie Sie es vom Tablet kennen, wie es sein muss. Das kann derzeit kein anderer Hersteller in einer sauberen Integration mit dem Armaturenträger innen drin. Sensationell, was Renault hier gebaut hat und Volkswagen möglicherweise das Leben schwer macht. Euch viel Erfolg, zeigt, dass der Megane E-Tech was kann. 220 PS legen hier los. Mit einem Preisgefüge, das muss man allerdings auch dazu sagen, mit einem Preisgefüge von etwa 40.000 Euro, bei dem er losgeht. Und hier kommt ein, die Firma Medelian Schäfer kommt, das freut uns, mit einem EQS. Ihr wart eigentlich mit einem EQE angemeldet. Was hat ihr? So, am Steuer, ich schaue mal, ob das stimmt, mit der Nummer 39, sitzt der Fritz Siegel. Jawohl, so ist es. Der schaut gut aus. Also, Herr Siegel, was ist los? Eigentlich wolltet ihr mit dem EQE kommen, jetzt seid ihr mit dem EQS da. Ja, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Jetzt haben sie alle ein bisschen mehr Platz. Und nicht nur das. Elektrofahrzeuge werden gerade verglichen, wie nichts anderes verglichen wird, weil es die Zukunft ist. Mercedes-Benz hatte Startschwierigkeiten in die E-Mobilität mit dem EQC, das muss man sagen. Aber über eins ist die Fachpresse einig, in der Summe aller Eigenschaften, vor allem hinsichtlich Ladegeschwindigkeit, Fahrkomfort, Ladetechnik, man kann auf, also die Tankstelle kann, oder die Ladestation kann direkt mit dem Auto kommunizieren, man braucht keine App mehr. Updates werden direkt vom Werk, wenn es sein muss, während des Fahrens aufgespielt, um die Batterie zu optimieren. Fahrkomfort und alles, was drinsteckt, ist das, was Sie hier sehen, der Mercedes-Benz EQS, nach weltweiter Recherche, nach weltweiter Journalistenmeinung, das beste Elektrofahrzeug, das es derzeit auf diesem Planeten gibt. Damit habt ihr allerdings auch eine Herausforderung. Unter den ersten euch drei will ich euch sehen. Toi, toi, toi. Und los geht's mit dem besten E-Fahrzeug laut internationaler Fachjury. Dann kommt hier ein Fiat E500. Also, wenn irgendeine Marke es versteht, etwas auszuschlachten, oder nicht nur Marke, eine Nation, dann sind es die Italiener. Ob die das mit einer Vespa machen oder allem, was Piaggio heißt, oder ob das mit dem 500er ist, wie kann man ein Produkt so ausschlachten und immer noch so viel Erfolg haben? Wobei man sagen muss, der 500er E ist ein eigenständig konzipiertes Auto. Hat mit dem E, mit dem normalen 500er, den Sie kennen, auch wenn er genau gleich aussieht, nichts zu tun. Bodengruppe neu, Aufhänger neu, Tragfläche, alles neu in diesem Auto. Muss man sagen, hier sogar als Cabriolet-Version am Steuer müsste sitzen der Lothar Göring, richtig? Herzlich. Herr Göring, Sie waren aber schon mal dabei. Das dritte Mal. Also denken wir, das Gesicht kenne ich doch langsam. Mhm. Und wenn man dann noch auf den Preis guckt für 149 Euro bei der Firma Reicher, dann kriegt man hier nicht nur ein super schickes italienisches Auto, sondern darf man das sagen, lieber Herr Göring, von der Verarbeitungsqualität
Das traue ich mich jetzt. Ja. Von der Abverarbeitungsqualität vielleicht das Beste, was Fiat bisher gebaut hat. So ist es, ja. Kann man das so sagen? Ja. Nichts mehr von der Scharfkantigkeit wie der vorherige, wie der Vorgänger noch oder auch die älteren Fiat 500, sondern der ist tippitoppi verarbeitet, hat 250, 300 Kilometer Reichweite mit der großen Batterie, geht wie Schmitzkatze, macht Spaß zum Fahren, rollt sauber ab. Das Auto kann wirklich was und ist auch noch bildhübsch. Viel Erfolg euch. Und nochmal ein Megane I, Tandem Nummer 41, der Alexander Holl. Richtig? Also schon. Holl, ich bin mir nicht sicher, waren Sie schon dabei oder waren Sie nur das erste Mal? Wie lange haben Sie den Megane E-Tech schon? Zwei Tage. Zwei Tage. Erster Eindruck vom Auto? Sehr gut. Sehr gut. Fachpresse war über die Maßen voll des Lobes, das muss man sagen. Renault scheint hier ein richtiger Wurf gelungen zu sein. Wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 10 den Technologiesprung bewerten müssen zwischen dem Renault Zoe und dem Megane E-Tech, dann sind wir wo? 9. Bei der 9? Glaube ich, kann man das so sagen. Alles neu, alles was Renault in Sachen Elektromobilität drauf hat, ist in den Megane E-Tech reingeflossen und wir sind sehr gespannt, wer sich auch in der Zulassungsstatistik gegen deutsche Wettbewerber schlägt. Euch saumäßig viel Erfolg, toi toi toi, mit 220 PS im neuen Megane E-Tech. Und was hier kommt, ist ein Privatteilnehmer, eine Privatteilnehmerin mit der Nummer 42 aus Schwabmünchen, die Susanne Angeli. Ist das richtig? Soll ich ein bisschen vorfahren, Angeli? Ich sag gleich was zu Ihrem Auto. Sind Sie das erste Mal dabei, Frau Angeli? Ja, das erste Mal. Und wie lange haben Sie diesen IONIQ 5 schon? Seit Dezember. Seit Dezember. Wie zufrieden sind Sie? Sehr zufrieden? Ja. Würden Sie es nochmal tun? Ja, das glaube ich. Okay. Das glaube ich. Der IONIQ 5 ist ein abgespaltetes Modell, eine abgespaltete Marke von Hyundai und hat schon vor der Vorstellung die Fachpresse wirklich in Erstaunen versetzt, weil dieses Auto ein unglaublich gut gelungener Wurf ist. Technisch top, mit Porsche-Technik, zum Beispiel 800 Volt-Technologie drin vorne, die sauteuer ist, mit einer Ladegeschwindigkeit, die in dieser Fahrzeugklasse einzigartig ist, mit einem Design innen wie außen. Würden Sie vielleicht noch 2 Meter vorfahren, dann kann ich die Tür schnell aufmachen. Ich würde auch gerne mal dem wirklich, Dankeschön, dem super schicken Innenraum zeigen. Wie der gestaltet ist, mit einem durchgehenden Display, wirklich modern, Platzverhältnisse super, Technik innen drin grandios, muss man sagen. Es gibt zum Beispiel den IONIQ 5 mit einem Solarpanel, mit einem Solardach, das so ladekräftig ist, dass wenn man sehr gutes Wetter hätte, also zum Beispiel Kalifornien, man mit dem Auto niemals an die Steckdose müsste. Das ist kein Scherz. So gut ist die Ladefähigkeit des optionalen Solardachs. Schaut euch den IONIQ 5 an, der macht mit dem Renault Megane E-Tech vielleicht gerade das Maß der Dinge. Euch viel Spaß zum ersten Mal dabei, toi toi toi, wir sehen uns im Ofen aus. Und dann neigt es sich schon langsam dem Ende, mit der Nummer 43. Kommt der Nikolaus Schelle, richtig. Herr Schelle, schön, dass Sie dabei sind. Sind Sie das erste Mal dabei? Ja. Sehr gut. Was hat Sie bewogen, teilzunehmen? Ich habe eigentlich mitmachen wollen bei der Oldtimer Rally, aber dazu ist mein Auto noch zu jung. Ihr Auto, was ist denn das für ein Auto, das zu jung ist? Auch ein Porsche, ein 64er. Ein 64er, der könnte tatsächlich knapp zu jung sein. Das heißt, er ist 30. Ja, und zwar, wie viel braucht er? 40. 38 Meter mitfahren darf. Aber nicht so schlimm, wenn man noch einen Teig in der Garage stehen hat, du nimmst mal halt den und wir beide wollen mit, oder? Also, auf Ihrem Auto geht auch wirklich richtig was, wenn ich es richtig weiß, hat Ihr Teig an 571 PS, korrekt? Also der schiebt an, bitte lassen Sie mal den Teppichgas, wenn Sie gleich loslegen und achten Sie auf Genauigkeit bei der Prüfung. Wir sehen uns im Ofen aus wieder, wahrscheinlich viel Spaß. Toi, 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 los geht's! Und ich dachte schon, wir hätten dieses Jahr keinen dabei. Und tatsächlich kommt hier ein Tesla Model S 75D. Fahren Sie doch bitte nach vorne. Ich habe hier drin stehen als Fahrerin Frau Ursula Christine Gerbig, ist das richtig? Also, was hat Sie bewogen, als Taxi mit dem Tesla hier bei der Vogelstadt Voll teilzunehmen? Wir waren vor 2 Jahren schon mal dabei und hatten einfach nur mega Spaß. Hat es gut funktioniert? War die Organisation schön? War alles perfekt, hat super funktioniert.
Okay. Wie lange haben Sie Ihren Tesla denn schon? 4 Jahre. 4 Jahre jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Wie lange wollen Sie ihn denn noch haben? Solange es geht. Solange es geht, okay, das werden wir sehen. Der Tesla ist ganz sicherlich Vorreiter in ganz vielerlei Hinsicht, das muss man sagen. Bei, auf die Bezeichnung 75D war ein bisschen wegweisend für alle anderen Elektrofahrzeuge, denn man schreibt nicht mehr den Hubraum drauf, wie man das bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor macht, sondern Zahlen wie hier ein 75 heißt, die Batterie hat 75 Kilowattstunden Vermögen, Fassungsvermögen, und das D steht für Allradantrieb. Allerdings wird das Tesla Model S, so wie Sie ihn sehen, in Deutschland nicht mehr angeboten neu. Es wird zukünftig nur noch das Model S Plaid geben und wartet auf mit 1050 PS. Das Ding beschleunigt von 0 auf 200 in ungefähr 7,8 Sekunden. Also das sind schon fast Dragster-Werte, das muss man ganz klar sagen. Drehmoment 1400 Newtonmeter, unvorstellbar. Das ist im Moment und in Zukunft das einzige Tesla Model S Modell, das es geben wird. Euch viel Erfolg bei der Rallye, los geht's und viel Spaß. Da spart jemand Strom und fährt Diesel, so kann man es auch machen. Schön, dass die Firma oder dass die Schlagwerke auch so mit dabei sind, die SWA. Sehr schön, euch zu hören. Sie sind Frau? Die Sabrina. Was machen Sie bei der SWA? Ja, Kaufmännische das kaufmännische Anlagencontrolling. Und warum wollten Sie dabei sein oder war es Arbeitsanweisung? Lügen Sie mich ja nicht an. Nein, also wir sind gern dabei. Wir wollen auch unseren Männerteams einfach mal zeigen, dass wir Mädels auch Auto fahren können. Also, das seid ihr gefordert und dürft es direkt gleich beweisen. In einem Volkswagen Up. Vielen Dank, ihr könnt auch gleich loslegen. Der Volkswagen, der VW Up, war bereits eingestellt zu einer Zeit, als er das meistverkaufteste Elektrofahrzeug in Deutschland und in Europa war. Man wollte das Fahrzeug einstellen, weil die Technik nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, auch die Antriebstechnologie elektrisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Nachfrage war aber so wahnsinnig hoch, dass man den VW Up jetzt nochmal aufgelegt hat. Also man kann ihn bestellen, er setzt sich ab wie warmes Semmeln, das kann man alles nicht sagen, weil er ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Auch die Batterie hat man deutlich vergrößert, sodass er jetzt knapp 200 Kilometer Reichweite hat. Vorher waren es gerade mal 100, also ein Stadtfahrzeug. Aber mittlerweile kann er was. Er ist picobello verarbeitet, er ist generell viertürig. Also da ist alles dran, was man von dem VW kennt. Die Platzverhältnisse wie üblich bei Volkswagen. Allerdings hat Volkswagen sich getraut, im Vergleich zum zuerst eingestellten Modell einfach mal 5000 Euro draufzuschlagen. Kann man machen, solange es so viele Leute gibt, die dieses Auto haben wollen. Euch viel Spaß, los geht's! Und noch ein Carsharing-Modell, ein Corsa E, wie wir ihn schon hatten, mit der Nummer 47. Die SWA-Kollegen stehen leider bei mir auf der Liste nicht drauf. Habe aber vorhin schon gesagt, der Corsa E und auch der Mokka E haben Opel sicherlich einen wahnsinnigen Drive nach oben gegeben. Die Marke kämpfte stark, wie Sie wissen. Und seit sie zu Stellantis gehören, zu Peugeot Citroën DS gehören, kommen sie auch mit der Kostenstruktur wesentlich besser klar. Die Antriebseinheit ist immer dieselbe, es sind die 136 PS mit einer 50, nein, der hat keine 50 Kilowattstunden Batterie drin. Okay, die gibt es beim Opel Corsa E optional als Aufpreis, beim Peugeot E208 ist sie serienmäßig drin. Aber die Fachpresse sagt, hier kann man nichts falsch machen. Es ist alles dran, Preis-Leistungs-Verhältnis tadellos, funktioniert gut, nichts geht kaputt, Top-Qualität, damit lässt sich es fahren. Und wer es einfach mal probieren will, der nutzt einfach Carsharing, der ist mir. Euch viel Spaß, toi 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 und viel Erfolg. Nochmal ein VW ab und hinten dran gleich nochmal ein VW ab. Und hier bitte noch kurz vorfahren, damit die Geschenke zu euch herankommen. Kommt zurück noch ein bisschen von nach vorne. So, wen haben wir hier am Steuer? Karl-Heinz Fietz von den Stadtwerken Augsburg. Ja, Karl-Heinz? Fietz. Herr Fietz. Sie sind nicht zum ersten Mal dabei? Nein, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Und wie gut hat es letztes Jahr geklappt? Gut, wir sind nicht auf dem letzten Platz gelandet. Immerhin nicht auf dem letzten Platz, aber das hatte mit der Leistung des VW Up überhaupt nichts zu tun. Sondern hier kommt es ja auf Genauigkeit und auf Präzision. Ja. Und da ist er eigentlich wirklich gut. Damit ich auch wirklich sehr präzise bewegen kann. Wie viele Carsharing-Fahrzeuge hat denn die SWA in Augsburg im Betrieb? Haben Sie einen Überblick? Mehrere hundert, also über 400, glaube ich. Über 400 Fahrzeuge fürs Carsharing? Ja.
wissen Sie Zahlen? Was kostet das, wenn ich am Carsharing der SWR teilnehme? Bin ich der falsche Ansprechpartner? Ich auch. Aber ich dachte, vielleicht habe ich mit Ihnen Glück. Das wünsche ich Ihnen aber nichtsdestotrotz auf der anstehenden Rallye. Schön, dass Sie dabei sind. Toi, toi, toi. Und los geht's. Und last but not least noch ein VW ab. Am Steuer sitzt hier ein Herr, den kenne ich, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Benedikt Schneider in der Stadtbrücke Augsburg. Herr Schneider, schön, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns dann ja auch gleich im Ofenhaus unten nochmal dran. Sind Sie das erste Mal dabei? Nein, das dritte Mal. Also alle drei Fahrten mitgemacht. Schon einen Pokal gewonnen? Nein, aber einmal bestes SWA-Team. Einmal bestes SWA-Team. Also der Anspruch ist klar, darf wiederholt werden und in der Platzierung darf es auch gut nochmal nach vorne gehen. Schade, schade, schade. Leider sind Sie schon das letzte Elektrofahrzeug, das uns heute besucht. Nichtsdestoweniger trotz viel Erfolg, viel Glück auf der gleich anstehenden Tour. Ich gucke mal auf die Uhrzeit. 3 Uhr war Plan. Wir sind perfekt in der Zeit. Darum sehen wir uns in knapp 2 Stunden am Ofenhaus wieder. Gute Fahrt und toi, toi, toi auf der Rallye. So, liebe Damen, liebe Herren, das war das Starterfeld der diesjährigen Fuggerstadt Volt. Und Sie sehen, es sind ganz andere Fahrzeuge gewesen als letztes Jahr, wo man ja zum Teil schon einige Fahrzeuge vom vorletzten Jahr gesehen hat. Viele neue Autos dabei, die es so noch nie gegeben hat. Ein Kia EV6 beispielsweise, ein Megane E-Tech, der wirklich das Feld von hinten aufrollt. Es lohnt sich, sich mit dem Thema Elektromobilität mal auseinanderzusetzen. Und erlauben Sie mir den Hinweis noch, vielleicht auch in finanzieller Hinsicht, denn die Förderung seitens des Gesetzgebers wird leider nicht so hoch bleiben, wie sie aktuell ist. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Förderung bis zu 9.000 Euro schon nächstes Jahr auf 6.000 Euro reduziert wird. Und wenn der aktuelle Gesetzentwurf verabschiedet wird, wird die Förderung sogar auf 3.000 Euro im Jahr 2023 reduziert. Deshalb, wenn Sie Interesse haben an einem Elektrofahrzeug, dann besuchen Sie jetzt Ihre Händler. Gehen Sie dorthin, die geben sich auch eine wahnsinnige Mühe, sich hier vorzustellen und freuen sich, wenn Sie sie in Ihren Autohäusern besuchen. Bis dorthin und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Bleiben Sie gesund, nicht, dass dieses komische Ding da nochmal zuschlägt, das will keiner haben. Sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Vielen Dank.